Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Icarus Beta 4. Vierte Beta. Ja, letzte Aufnahme war hier noch ein Wolf. Ist nun wieder weg. Wahrscheinlich sind sie anfangs nicht da. Aber die ersten Hirschschüsse sehe ich schon wieder. Also Vorsicht. Es scheinen hier gegen Wölfe zu gehen. Ja, Suche nach einer Höhle wegen Eisen. Eisen ist ein wichtiger Rohstoff. Da sind wir gleich mal fast auf dem Weg, zum Satelliten war. Jedenfalls grob. Ich müsste eigentlich normalerweise erstmal schauen, dass ich meine Hütte aus Steinen hinbekomme, um vom Wetter nicht so extrem abhängig zu sein. Und deswegen weite Entfernung noch vermeiden. Gibt es eine Höhle? Das sieht so aus, ne? Optisch gesehen könnte es wohl sein. Aber ich glaube, ich bin enttäuscht. Ja, ja. Das sieht auch nur so aus. Ich habe mittlerweile schon einen Langbogen. Die Knochenfalle sind bekannt. Ja, Wasser wird knapp. Muss ich sehen, dass ich bald mal die müssten wir eigentlich die Vorratsflaschen bauen. Erstmal erlernen und dann bauen. Ein bisschen Wasser in Reserve zu haben, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen wie in der Wölfe. Und wehe dem ein Bär. Erhirsch. See. Ich werde mal links halten. Mit System versuchen mal die Sache ranzugehen, ne? Hier ist Getreide. Da vorne könnte eine Höhle sein. Das sieht so aus, ne? Rein optisch gesehen. Das sieht so aus. Das ist so. Haben wir schon mal gehabt? Die haben wir noch nicht gehabt. Gut. Das nennen wir richtig Erfolgserlebnis hier. Ja. Ja, eine Fackel muss ich noch im, ja, cool. Eine Fackel muss ich mir noch besorgen, bauen. Dass ich da also mitkriegen können, ne? Talentpunkte. So. Erhöht den Betrag Gewichtskapazität. Plus 2%. Immerhin, ne?
ein Feuer laufen. Ja, ich spiele jetzt auf 2K. Nicht mehr auf 4K. Hat sich aber leicht die Leistung von GPU für die 3D noch 75%. Das ist schon eine Erleichterung. Bin trotzdem schon zu schwer. Nehmen wir noch mit, ne? Ja, was wäre noch hier? Kupfer? Kupfer, Eisen, Kupfer, glaube ich. Das können wir, glaube ich, nicht. Eisen. Nochmal Eisen. Tja. Das ist so. Wir sind jetzt wieder leicht beladen, überladen. Also überladen auch nicht, aber wie gesagt, müssen zurück. Tag Hirsch. Das wärst du so eine leichte Beute gewesen. Ich habe kein Gepäck. So, wir halten uns mal an der Wand auf. Dann ist zumindest die eine Seite im Rücken frei, ne? Seitlich gesehen jetzt genau. Ja, du bist nicht gut zu Fuß. Das ist nichts mehr so ein Außenjob, ne? Auf Montage, auf dem Fremdplaneten so ungefähr. Oh shit. Ist das nur ein Wolf oder zwei? Ich sehe zwei. Hab keinen Bock drauf. Wolf hat einen Vorteil. Die rennen nicht weg. Ein Pfeil weg. Picke. Und noch ein Wolf. Könnte ich vorher speichern? Drei zum Bögen noch. Pfeile. Boah, Musik habe ich gehört. Oh.
Junge, hab ich erschrocken. Ne? Wo ist Anne Wolf? Gut. Weg. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, mit unserem Landungsplatz keine Raubtiere haben. Aber ich vermute mal, das wird irgendwann mal auch da so sein. Pfeile. Ah. Ziege. Ja, mein Leben erholt sich wieder ein bisschen, also. Ist ja nicht ganz so, dass wir gleich wieder sterben, ne? Leichte Regenschauen, ja. Na gut, das ist nicht ganz so dramatisch. Ist das nicht schön, ein schönes Holzhäuschen am See? Wir haben eine moderne Raumkapsel, wir können landen, wir können wir ins Weltall schießen, und aber wir bauen aus sich das Holz. Ich bin mir erschrocken. Das ist genau das richtige Wetter zum Lagerfeuer sitzen und entsprechend Fleisch essen, ne? Sozusagen das auch ein Wolf. Und da die Fenster wieder auf. Ach, spielen Laden, dann geht die Fenster mal auf. Super Regen macht halt nichts. Die Wölfe bringen, also ich habe auch andere Tiere gejagt. Ein bisschen Holz rein gleich. Erstmal Sauerstoff nehmen, ne? Ja, der Oxid ganz schön bewegt. So. Gut, da können wir gleich mal die Schmelze bedienen. Aber 14 Stück drin, ne? Ich werde mal so 50 so weglegen. So. Teilen. Ich habe nur Dings drin. Jeder hat noch seine Knochen, ne? Stock. Nur reichlich Knochen, reichlich Leder. Dann können wir Pfeile herstellen. Und
zwar noch ein Pfeil. Da. Was fehlt denn da? Stock. Also da haben wir garantiert eine Rinne, ne? Jetzt haben wir das runterlassen. Leder. Stock. Haben wir hier auch Dinge hergestellt? Nö. Wozu sind Seile gut? Naja, gut. So. Wahnsinn. Werden wir brauchen, ne? Für unsere neuen Freunde. Die Wölfe. So. Räumen wir ein. Felle. Leder. Stock. Muss mal schauen. Ich will die Kiste voll, ne? Holz. Bisschen gucken, kriegen wir es rein. Stein. Holz. So. Leder, Leder. Knochen. Ja, Holz. Stöcke. Oxid, Leder, Stock. Reserve. Gut. Gehen wir jetzt noch auf Steine, Ressourcen sammeln, weil brauchen wir irgendwann. Wir haben schon ein paar Dinge gestapelt. Ja, mit unser Picky mit Falle. Aufwerten. Ja, das ist für alleine ganz schön aufwendig. Also. Zweites, drittes oder leichter. Man, im Prinzip, man muss ja nicht alles allein lernen. Ne? Also, wenn einer das. Gut Holz kann, reicht das ja aus. Oder wenn andere hier wiederum Waffen herstellt oder Klamotten, das muss ja nicht jeder lernen. Ja, ich nehme an einen Rechner auf und spiele einen Rechner. Dadurch kann es natürlich zum Komplikationen kommen durch Abschlüsse im Aufnahmeprogramm, weil jetzt GPU der 3D Dings da immer bei knapp 93% war. Da war nicht viel Luft für zum Arbeiten. Das habe ich nun ein bisschen reduziert, indem ich auf 3K gegangen bin. Ich reduziere auch nicht ungern.
Weil ich sag mal, ich hab's ja mal so gekauft und will das so haben, ne? Aber gut, ich sag mal, das ist ein Beta-Spiel, da kann natürlich noch sein, dass es hinterher ein bisschen Feintriff und dann nicht mehr ganz so sehr ressourcenfressend ist, ne? Verbindungsproblem, mach keinen Scheiß. Mit dem Netzwerk, Internet. Ist auch nicht vorhanden. Mit dem Surfer. Dann wollen wir noch eine Kiste bauen. Kann ja sein, dass er abstürzt. Willst du bei mir bleiben? Das ist brutal, aber muss so sein. Die Chance kann man eigentlich entgehen lassen. So. Das Verbindungsproblem ist nicht gut. Ich kann deines umsonst machen. Noch ein, so, rückzeug zum. Ja, 101,1 Kilogramm, das sind 2%, die ich habe. Und Absturz. Error. Pause, Pause. So, Leute, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge passt gerade so noch aufnehmen können. Mal tschüss und ciao. Ich werde ein bisschen Ressourcen sammeln und ein bisschen aufleveln und dann sehen wir uns wieder, sobald es weitergeht. Tschüss und auch schon Dank fürs Reinschauen.